Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin euer Stormy. Es ist der 9. Dezember und heute machen wir ein weiteres Angezockt-Video in Form oder im Rahmen des Adventskalenders. Heute ist Might and Magic dran und zwar Might and Magic Elemental Guardians. Ein neues Spiel, was ich so noch nicht kenne. Wie es ist, erfahrt ihr im Video. Bei diesem Video handelt es sich hier um ein Video aus meinem Adventskalender-Format, wo ihr jeden Tag einen Game Key gewinnen könnt, darunter auch Rocket League oder Lego Jurassic World. Und als Hauptpreis verlose ich unter allen Videos im Dezember Jurassic World Evolution Vollpreistitel. Und ja, was ihr dafür machen müsst, ist ganz einfach. Ihr müsst den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, dass ihr zum Spiel keine Infos mehr verpasst, unter dem Video einen netten Kommentar posten, der zum Video passt, und dem Video einen Daumen nach oben geben. Dann seid ihr dabei und könnt eben jeden Tag einen Game Key gewinnen. Viel Erfolg euch allen. Damit vielen Dank fürs Einschalten. Ja, ihr seht schon im Hintergrund Might and Magic. Habe ich früher auch gespielt. Was das ist, werde ich euch gleich kurz erzählen. Vorher kurz die Giveaway-Gewinner. Am 7. Dezember hat gewonnen der Wovelfaron mit sehr nice die Infos. Das war das Jurassic World Live-Video. Herzlichen Glückwunsch. Und am 8. hat LP-Fail gewonnen. Und zwar unter dem Video vom Angezockt-Format. Hungry Dragon, gutes Video. Danke für eure beiden Kommentare. Ihr habt beide ein PC-Spiel gewonnen. Kontaktiert mich bitte und dann kann ich euch den Game Key zusenden. So, was ist das Spiel? Might and Magic oder Heroes of Might and Magic ist normal so ein ja, Art Spiel, wo du auch wo du Helden, deine Armee mit Helden aufbaust und auf der Welt rumreist, Rohstoffe sammelst und gegen verschiedene andere Sachen kämpfst. Und hier, das ist jetzt ein Mobile Game. Was mich erwartet, keine Ahnung. War eben überrascht, das ist auch aus dem Hause Ubisoft, und war überrascht, dass es das gibt. Hallo und willkommen, Studenten der Akademie. Ich bin Professor Irillin, was auf Elfisch Lied der Sterne bedeutet. Ich habe gehört, dass sie jeder hier Bubbles nennt. Ich wüsste gerne warum. Ich bin der Dekan der Studenten. Zum Glück für euch werdet ihr einiges von mir sehen, hin und wieder. Ich unterrichte euch in Luftmagie, was bedeutet, dass ihr mich heute zu den schwebenden Inseln begleitet, wo euch der erste Teil erwartet, die Prüfung der Luft. Eure erste Aufgabe ist wirklich banal. Ihr braucht euch nur eine Nymphe zu beschaffen. Ihr wisst schon, einen dieser fliegenden Naturgeister. Okay, Schlacht. Okay, ich sehe auf den ersten Eindruck, es ist so eine Art Summoners War, wo man verschiedene Level immer und wieder auch machen kann. Und sich Helden freischalten kann. So, wir brauchen einen Greif, den fügen wir natürlich hinzu. Oh, der sieht natürlich cool aus. Machen wir direkt auf Start. Jetzt haben wir schon unseren ersten Helden. Unseren Greif kämpfen gegen einen anderen. So, zunächst ein paar Grundlagen. Euer Bar ist die Lebenskraft, ja, jeweilige Stufe. Das brauchen wir jetzt nicht wissen. Wir machen einfach mal die Standardattacke hier auf den Gegner. Okay, ist schon mal cool animiert. Der Greif springt da zum Gegner, die beiden nächsten Feinde. So. Was ist jetzt von meinem Helden ein Angriff? Okay, und der war natürlich heftig. Jede Kreatur verfügt über besondere Fähigkeiten. Setzen wir natürlich ein. So ein Wirbelsturm, der macht beiden Damage und damit sind beide Gegner down. Okay. Erstmal so nichts Neues. Sieht auf jeden Fall cool aus. Und wir bekommen jetzt sicherlich einen neuen Helden. Ich wollte gerade sagen, wir haben eine Nymphe bekommen. Sehr schön. Fortsetzen. Die können wir jetzt sicherlich unserem Team hinzufügen. Stufen. Ah, ihr seht hier schon den Ladebildschirm. Der zeigt so die vier Elemente an in dem Spiel. Wahrscheinlich die gegeneinander stark sind oder schwach sind. Oh, ihr habt die Nymphe gefangen. Jetzt seht ihr die Theorie. Setzt die Theorie in die Praxis um. Glyphen sind kondensierte Magie aus Drachenblutadern und Nexus raffiniert. Die Creme de la Creme arcana Verzauberung. Okay. Es gibt verschiedene Arten von Glyphen mit verschiedenen Vorteilen. In jedem Gebiet wird eine andere Runenart erschlossen. So, jetzt können wir die noch hinzufügen und starten. So wie ich es mir gedacht habe, wir fügen den nächsten Helden unserem Team zu und können die nächste Stufe bezwingen. So können wir dann unsere Helden immer verbessern, wahrscheinlich auch ausrüsten und dann immer weiter vordringen und immer bessere Helden als auch Ausrüstung freischalten. Kundenpfeile zeigen an, ob das Element einer Kreatur gegenüber dem eines Feindes bevorteilt, neutral oder benachteiligt ist. Grün ist wahrscheinlich bevorteilt, rot benachteiligt und gelb neutral. So, wir sind bei der Nymphe dran.
Wir machen natürlich den starken Angriff auf den schwächeren Feind, haben dadurch einen Vorteil. Und genau das gleiche gilt für den guten Greifen. Gilt den Gegner auch. Und jetzt haben wir noch einen Gegner, wo wir beide, glaube ich, neutral gegen waren, wenn ich das richtig gesehen habe. Die Nymphe ist zumindest neutral dagegen. 170 Damage ist schon stark. Ja, der hat der Gegenangriff, oder konnte er jetzt einfach angreifen schon wieder? So, Welle 1 von 2 abgeschlossen. Wir haben so gut wie keinen Schaden bekommen. Zwei Gegner übrig. Sieht soweit gut aus. Ich glaube, sie kann heilen. Heilt einen Verbündeten. Okay. Heilen brauchen wir nicht. Dafür haben wir zu wenig Schaden kassiert. Kommt den starken Angriff auch noch da rein. Und Gegner ist tot. Nächste Welle geschafft. Und damit die nächste Stufe hier abgeschlossen. Wir bekommen Erfahrungspunkte. Die Einheiten steigen dadurch auf. Und jetzt haben wir eine Glyphe bekommen. So eine Art Rune, die wir wahrscheinlich ausrüsten können in Sets. Und wenn man ein Set voll hat, dann bekommt man nochmal einen extra Bonus obendrauf. Und jede Rune kann wahrscheinlich schon etwas. Gute Arbeit, Studenten. Die Glyphe ist euer erster Schritt auf eine aufregende Reise. Okay, nevermind. Beschwörungsaltar. Wir können auch Helden beschwören. Kommt bestimmt jetzt was Besonderes. 3 Sterne wahrscheinlich. Zum Tippen öffnen. Alles klar. Und ein Goblin-Rüpel. Okay, das ist ein 1-Sterne-Held. Sieht auf jeden Fall witzig aus. Und das Sprunggeräusch war natürlich auch allererste Sahne. So. Ja, heute ist euer Glückstag. Hier ist noch ein Seelenstein für euch. Okay, aber die Seelensteine sind nicht alle gleich. Je reiner die Magie darin, desto besser. Okay. Hier, das ist wahrscheinlich jetzt dann der 3-Sterne-Held, wie üblich in solchen Spielen. Nein. Wir schauen mal. Und wir bekommen eine Steinwache, ein 2-Sterne-Held. Sieht auch cool aus. Jetzt müssen wir zurück. Wir können uns keinen weiteren leisten. Aufträge kann man auch abschließen. Erwirb eine Kreatur, hol dir deine Glyphe. Eine Glyphe der Art Vitalität. Alles klar, haben wir beides gemacht. Beide abschließen und zurück. Hört gut zu. Ja, das möchte ich nicht alles lesen. Dafür haben wir keine Zeit. Wir wollen weiter kämpfen. Wir wollen gucken, was so passiert. Tägliche Login-Belohnung. Das gibt es auch in sehr vielen Spielen. Man muss ja auch belohnt werden, wenn man täglich grindet, sag ich mal. Und ja, was haben wir denn hier noch so? Coins einsammeln. Dachte ich mir schon, Seelensteine oder Diamanten oder was ist es, einsammeln. Ich glaube, wir können die nächste Schlacht starten. Sind bei den schwebenden Inseln. Dritte Stufe kostet jetzt 5 Energie. Das ist auch üblich, dass man Energie hat. Und ich würde sagen, den nehmen wir mit. Dann haben wir 3x 2 Sternehelden dabei und das sollte doch gut aussehen. Und so kann man eben sein Team aus verschiedenen Kombinationen ganz sicher richtig, richtig krass kombinieren. Dass man halt sich gegenseitig auch bufft, verbessert und dass man dann immer leichter die Gegner schafft. So, Auto können wir auch auswählen, dreifache Geschwindigkeit. So viel Vertrauen habe ich in das Team, dass die das eigentlich schaffen sollten. Also mir gefällt die Grafik schon mal sehr, sehr gut. Hat jetzt nichts mit Heroes of Might and Magic zu tun, erstmal die Grafik. Es gibt sicherlich Helden davon, den Greif kenne ich davon noch, die Nymphe kenne ich davon noch. Da gab es nachher auch Schwarzer Drache und so, die gibt es bestimmt hierbei auch. Ich habe irgendwo gelesen, vorab 500 Helden kann man sich freischalten und das ist eine Menge. Und mich würde mal interessieren, kennt ihr das Spiel? Ja, habt ihr es vielleicht auch schon mal gespielt? Und wie findet ihr das Ganze? Ich finde es persönlich jetzt schon mal sehr, sehr nice, weil mir einfach die Grafik gefällt. gefällt. Und ich sagen muss, solche Spiele an sich gefallen mir auch sehr gut, weil man da eben ganz am Ende sehr, sehr viel Taktik reinstecken muss, um eben dann auch voranzukommen, weil eben doch die Mittel begrenzt sind. Und das, ja, das ist einfach für mich persönlich immer der Reiz an solchen Spielen, dass man sich eben am besten aufstellt, um dann nachher weiterzukommen. Und hier seht schon, mit dem Team kommt man erstmal noch ein Stückchen weiter. Jetzt kommt aber der erste, ja, ein bisschen Boss, würde ich sagen, Stufe 4. Flatterviech da in der Mitte. Das könnte so eine Harpie sein oder so, ich weiß es jetzt nicht. Aber der Schaden ist noch nicht so hoch und okay, der Heal von der Nymphe von uns, der ist natürlich ultra krass gewesen. Der Greif hatte fast nichts mehr und wir haben schöne Heilung reingekommen. So. Schwebende Inseln abgeschlossen. Ich glaube fast, jetzt müssen wir einmal zurück, oder? Können wir noch eine Stufe machen? Wir probieren es auf jeden Fall mal. Feinde ansehen. Können wir das ansehen? Okay. Sind 2 Level 5er dabei. Ich glaube tatsächlich, dafür sind wir zu schwach. Gehen wir mal zurück in die Stadt und gucken mal, was wir so machen können.
Hier können wir wahrscheinlich noch nichts holen. Keinen neuen Helden. Kleiner Seelenstein, nee. Dann gibt es hier noch Fragmente, um nachher legendäre Fragmente braucht man 100 und da gibt es natürlich die krassen Helden dann raus. Ja, das ist doch nice. Das sind jetzt alle Helden, die man freischalten kann. Und ihr seht schon, das sind, okay, das sind nur die Feuerhelden. Und es gibt wahrscheinlich jeden Held von jedem Element. Gibt es da noch einen Pflanzengreif? Wahrscheinlich schon. Oh, das ist aber ein Einhornfohlen. Sehr, sehr cool. Ja, da seht ihr die Helden. Und da kann man jede Menge freischalten. Also wird es daher auch sehr viele Kombinationsmöglichkeiten geben, wie man das Team aufstellt. Das ist unser Held. Tiger Dawn heißt der. Ganz cooler Name. Aufträge haben wir abgeschlossen. Aber wir haben eine Truhe bekommen. Wo sehe ich jetzt? Wo ist die Truhe? Ist das bei Ereignissen dabei? Ne, Ereignisse, lol. Stoßzeit. Zwergische Schatzgewölbe. Okay, da können wir auch noch zusätzliche Sachen machen. Und da war ein Adventskalender. Den schauen wir uns aber noch an. Dezember ist immer ein ganz besonderer Monat. Und zu seiner Feier wurde der Tagesbelohnungs-Adventskalender. Ah, Kalender verändert. Okay, da gibt es ein paar andere Tagesbelohnungen, die wahrscheinlich besser sind. Aufträge. Ah, Errungenschaften. Da haben wir noch welche abgeschlossen. Jetzt sind wir Stufe 2 geworden. Energie wurde nachgefüllt. Wahrscheinlich, wenn wir die ganzen Errungenschaften abschließen, können wir noch Level 3 werden. Nee. Okay, wir sind Stufe 2 geworden. Ihr seht, hier neben kann man noch verschiedene Gebäude freischalten, je höher man kommt. Drachen Utopia. Dieses Bauwerk ist noch nicht voll. Okay. Ah, das war das, wo wir eben das Gold eingesammelt hatten. Kreaturen. Hier verwaltest du deine Glyphen. Graviere diese Kreatur eine Glyphe ein, um sie mächtiger zu machen. Ja, alles klar, machen wir doch. Das dachte ich mir nämlich schon, ihr seht. Können wir dem geben und dann bekommt er etwas mehr Leben, glaube ich, Vitalität. Okay, wir haben ihm jetzt drei Glyphen gegeben. Drei Glyphen derselben Art eingraviert, dann bekommen wir einen Bonus wahrscheinlich. Ja. Das dachte ich mir. Wir können Glyphen verbessern. Okay, was kostet das? Ah, das kostet uns jetzt diese Kristallsplitter. Okay, nice. Das heißt, wir können sicherlich die auch noch verbessern. Machen wir auch mal. Sollte am Anfang nicht so teuer sein und sollte unseren Helden doch ein bisschen buffen. Unseren Greifen hier. Auftrag erfüllt. Wahrscheinlich verbessere dreimal eine Glyphe. Okay. Einen Kampf machen wir noch, würde ich sagen. Schwebende Insel. Die fünfte Stufe. Und los. Weiß nicht, ob wir mit den Gegnern mithalten können, weil wir sind jetzt vom Level noch nicht hoch. 1, 2 und 3 und die Gegner sind der letzten Stufe Level 5 dabei. Weiß nicht, ob es so schlau ist, jetzt Autokampf zu machen. Wir schauen mal. Wenn wir es nicht im Autokampf schaffen, machen wir danach nochmal einen, ja, manuellen Kampf und gucken, ob wir das schaffen können. Schaden ist auf jeden Fall not bad. Ja, und der Greif, der ist schon gut auf Level 3. Wird da geheilt. Wie viel Cooldown hat das? Ja, wahrscheinlich nicht so lange. Also der kann gleich nochmal geheilt werden. Das könnte unser Vorteil tatsächlich sein. Jetzt kam die Fähigkeit von unserem Helden nicht so krass. Hatte ich mir ein bisschen mehr erhofft. Oh, der greift, der haut schon ordentlich rein. So, kann sie jetzt gleich heilen. Ihr seht oben drüber die Zeichen. Das ist ein Buff oder ein Debuff, je nachdem. Okay, einer ist down. Und der nächste ist down. Wir haben es geschafft. Sogar alle drei haben überlebt. Sehr schön. Das war zwar knapp, aber hat das Team sehr gut gemacht. Sieg. Wir bekommen eine Glyphe. Neue Glyphe. 2% mehr Lebenspunkte holen, natürlich. Und können weitermachen. So, jetzt haben wir die fünfte Stufe da abgeschlossen. Bekommen wir etwas Besonderes? Ich glaube nicht. Aber wir haben noch ein paar Errungenschaften abgeschlossen. Die möchte ich mir noch anschauen. Vielleicht ist ja noch was Cooles dabei, was wir bekommen. Erfahrungspunkte, zwei Tickets. Und Stufe 3 sind wir geworden. Das ist auch nicht schlecht. Wir haben auf jeden Fall ein paar Splitter bekommen. Sollten wir jetzt hier sehen. 10 von 50. Ja, die können wir später irgendwann einlösen. Also, auf den ersten Eindruck, mir gefällt das Spiel wirklich sehr, sehr gut. Wie findet ihr das Spiel so?
Ich finde es echt, vielleicht können wir dem nochmal eine Chance geben. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst es mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Vielleicht kennt ja schon der eine oder andere von euch das Spiel. Also für mich sieht das sehr, sehr cool aus und dadurch, dass die Energie auch begrenzt ist, muss man jetzt nicht täglich so krass viel spielen. Ja, wenn die Energie aufgebraucht ist, kann man eh nicht mehr spielen wahrscheinlich. Man kann sie wahrscheinlich auch kaufen. Aber darum geht es ja gar nicht. Wir wollten das Ganze anspielen. Mir gefällt das sehr, sehr gut. Mich würde eure Meinung interessieren und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne mal eine Bewertung da. Und mich würde es freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet in dem Video oder im nächsten Stream. Macht's gut, bis dahin, ciao.